Morgen. Wie war die Nacht? Gut. Das Bett hat sich gelohnt aufzupolstern. Das war noch mal gemütlicher. Ich habe auch noch mehr Kleidungsstücke ausgezogen. Also ich hatte jetzt tatsächlich nur meine lange Unterwäsche, meine Skiunterwäsche an. Im Schlafsack, alles andere war Matratze. Also von daher war das richtig komfortabel. Ich denke, ich habe so 6 Stunden geschlafen, würde ich sagen. Also immer mal wieder zwischendurch aufgewacht, wenn irgendwas Lautes hier in der Umgebung passiert. Aber nichts Schlimmes oder so, sondern einfach nur ganz cool. Tageschallenge habe ich mir noch nicht angeguckt, mache ich gleich. Vorher nehme ich euch noch an einen anderen Spot mit, um euch noch was zu zeigen, beziehungsweise eher zu erklären. Guten Morgen. Real Talk. Ich habe gerade das Handy gezückt und die SMS geschickt, dass es mir gut geht und habe aber auch direkt mit angehangen, dass ich gerne heute Abend abgeholt werden möchte. Heißt am Ende von Tag 4. Das war keine leichte Entscheidung, da habe ich die ganze Nacht drüber gegrübelt. Da habe ich aber auch nachts echt genug Zeit für. Das ist auch so ein Tick das Problem an der Situation hier. Mir geht's gut, ich habe überhaupt nichts, was ich gerade vermisse. Basti hat seine Entscheidung getroffen. Am Ende von Tag 4 bricht er das Experiment ab. Wie wir sehen, ist es weder ein körperlicher noch emotionaler Notfall. Er hat sich gut im Wald zurechtgefunden und obwohl ich dachte, ich hätte ihm wirklich viel zu wenig Essen eingepackt, scheint auch der Hunger nicht der Grund für seine Entscheidung zu sein. Er sagt zwar, dass er überhaupt nichts habe, was er gerade vermisst, doch das glaube ich ihm nicht. Sonst gäbe es keinen Grund, das Experiment vorzeitig zu beenden. Also, woran hat es gelegen? Ich glaube, ich habe mich wirklich eingewöhnt auch hier. Ich kann jetzt einfach weitermachen. Ich mache auch den Tag heute genauso weiter, wie ich den gestrigen gemacht habe. Ich nutze gerade die Regenpause, um euch das aufzusprechen. Tja, warum höre ich auf, wenn alles gut ist? Das ist ein bisschen der Luxus meiner zwei Welten. Zu Hause ist ja auch nicht alles schlecht. Im Gegenteil. Ich kann auswählen zwischen hier supergeil und zu Hause supergeil. Und hier supergeil hatte ich dann heute 4 Tage am Stück. Und ich würde gerne noch bleiben, wenn 2 Bedingungen anders wären. Dann würde ich noch lieber noch länger hier bleiben. Wenn ich müsste, hing jetzt irgendetwas davon ab, wäre es eine wirkliche Survival-Situation. Käme ich hier wirklich länger zurecht? Das weiß ich jetzt. Aber für mich ist das Wichtigste, dass ich das mache, solange mir das irgendwie so richtig Spaß macht. Und das macht auch Spaß, aber halt irgendwo hat das seine Grenze in der Dunkelheit. Und zwar von 18 Uhr bis 8 Uhr ist es stockfinster hier. Und in dieser Dunkelheit kann ich natürlich schlafen, das mache ich auch, meine 6 Stunden. Das heißt, ich habe immer noch fast 8 Stunden, die ich irgendwie in der Nacht nicht schlafe, in der ich rumliege in einem gemütlichen Schlafsack, aber auch nicht Boxspringbett oder sowas. Ne? Also es ist in Ordnung, ich komme super damit zurecht. Und wenn es nur, also wenn die Nacht nur 6 Stunden hätte, würde ich jeden Morgen aufstehen und sagen, das war eine Mega-Nacht. Ne? Also es war einfach perfekt. Dadurch, dass ich mehr liege, als ich schlafe, denke ich einfach die ganze Zeit über irgendwelche Sachen nach. Und heute war tatsächlich so auch der erste Morgen, an dem ich darüber, also an dem ich die ganze Nacht über nachgedacht habe, wieder über Arbeit, über Dinge. Das ist ein bisschen das, was ich zu Hause auch bemerke, wenn ich nicht irgendwie einen Input reinkriege, dann überlagern sich irgendwelche Dinge, die eigentlich keine riesige Relevanz haben, aber über die ich dann einfach total lange nachdenke. Temperaturen nahe am Gefrierpunkt, ständiger Nieselregen, ein hartes Bett, keine richtigen Mahlzeiten. Ich glaube, jeder von uns hat geglaubt, dass das die kritischen Punkte dieses Experiments werden. Aber hier hat sich Basti super geschlagen. Es hat ihm sogar, wie er selbst sagt, richtig Spaß gemacht, sich diesen Herausforderungen zu stellen. Der Grund für den Abbruch sind letztlich die knapp 16 Stunden Dunkelheit. 16 Stunden, in denen man nichts machen kann und quasi an ein hartes Bett gefesselt ist. Es gibt keine Ablenkung, kein Austausch mit anderen Menschen. Es gibt einfach gar nichts zu tun. Man ist komplett alleine mit seinen Gedanken. Dass das verdammt unangenehm werden kann, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, dass diese Dunkelheit mich einfach ein bisschen abfuckt. Dass ich würde am liebsten morgens um 5 Uhr aufstehen und was machen, aber ich sehe nichts. Und mit Stirnlampe ist auch nicht irgendwie Sinn der Sache. Ich hole meine Tageschallenge. Das lenkt mich erstmal wieder ab von diesem permanenten Labern. Muss ich mir
diesen Zettel, den nehme ich gleich, steck mir den in meine Unterwäsche, damit der schön warm wird. Servus Basti. Gut geschlafen in deinem Himmelsbett? Ja. Heute ist Bergfest. Das muss gefeiert werden. Genau, Halbzeit. In deinem Proviantbeutel findest du 500 Gramm köstliche Champignons, 300 Gramm feinste türkische Sucuk. Sucuk sagt man, glaube ich. Zauber dir ein deliziöses Pilz-Wurst-Ragout. Klingt ekelhaft, bringt dir aber 1000 Kalorien an der dringend benötigten Energie. Und zum Dessert, was gäbe es Besseres als einen liebevollen Gruß aus der Zivilisation? Huch. Okay, das lese ich jetzt einfach mal vor. Lieber Basti, im Leben eines Mannes sind zwei Dinge wichtig, Frauen und Autos. Da du hier aber nicht in deiner gewohnten Umgebung bist, in der du geiler Typ, und jetzt, beides im Überfluss hast, musst du dich für eins der beiden entscheiden. Deine Challenge für heute, schau dir die beiden Zeitschriften an. Ha, wie witzig. Deswegen ist das Paket so dick. Lass uns dabei gerne an deinem Gedanken teilhaben und werfe anschließend eine der beiden Zeitschriften ins Feuer. Wenn ich eins ankriege, Leute. Gib eine Liebeserklärung an das Thema ab, das du dem Feuergott geopfert hast. Es grüßt dich herzlich, dein dich liebender Freund Mo. Und dann steht unten noch etwas Türkisches drunter. Lisanlar, weiß ich nicht. Sanslar, ich kann es nicht vorlesen. Tut mir leid, spreche ich nicht. Ich nehme an, es heißt stirb. Okay, geil, jetzt gucke ich in diesen Sack rein. Das wird trocken gehalten. Wie witzig ist das denn? Jetzt habe ich hier auch noch Unterhaltung. Boah. Okay, die Entscheidung ist bereits gefallen. Ich weiß nicht, was das zweite für eine ist, aber British Classic Car. Ja, sorry Mädels, ab ins Feuer. Wie lustig. Okay, das heißt für mich heute, dem Thema widme ich mich dann später. Das ist ja echt witzig. Ja, Mädels, ab ins Feuer. Ich muss heute irgendwie ein Feuer starten, alleine damit ich diese lustige Challenge machen kann. Witzig. Mit so viel Ablenkung habe ich hier gar nicht gerechnet. So, hier ist der nächste Beutel. Okay, dann muss ich ein großes Feuer machen, weil diese Illustrierten brennen schlecht. Ach, geil. Okay. Champignons? Bin ich nicht so ein Riesenfan von. Kann man roh essen, glaube ich, falls ich kein Feuer hinkriege. Und Sucuk ist eine türkische Rindswurst mit ganz viel Knoblauch drin. Oh, riecht mega gut. Eieieiei. Kann man auch kalt essen. Geil, danke. Falls ich kein Feuer hinkriege, mache ich da was draus. Was sollte ich machen? Eine Wurstpilzpfanne. Ja. Wie mache ich denn hier Pilze? Also eine Pilzpfanne würde ich üblicherweise mit ein bisschen Olivenöl beginnen. In der Pfanne die Champignons ein bisschen runterschmurgeln, dass die Wasser verlieren. Na gut, Fett kann ich aus der Wurst austreten lassen wahrscheinlich. Aber ich versau mir doch nicht die geile Wurst mit den beschissenen Champignons. Hey, oder neue Idee? Ich guck mal, ich nehme mir nicht zu viel vor heute. Ich finde es mega geil. Ich werde es auf jeden Fall essen. Ich würde auf jeden Fall damit über den Tag kommen. Das ist gar keine Frage. Ich werde vielleicht, weil ich mir heute Abend den Abholservice bestellt habe, möglicherweise hebe ich mir das Kochen auf für wenn die kommen. Ich weiß gar nicht, wer kommt, aber was hinankommt auf jeden Fall. Geil, der isst doch selber überhaupt keine Sucuk, glaube ich, weil da so viel Knoblauch drin ist. Ach, ich könnte mich jetzt, glaube ich, wieder zurück in den Schlafsack legen. Ich ganz ehrlich, liege 8 Stunden rum und habe nichts zu tun. Und jetzt finde ich hier sowohl als auch, ich habe gehört, da sind auch Artikel drin, würde ich sogar auch lesen. Django, Franco Nero, Sex Trends 2022, die Männer des Jahres. Da ist für mich Fritz Meinecke dabei. Boah, ist das Ding teuer. Lecko funny. Unsere Playmates des Jahres legen ab. Hinten drauf, oh nee. Der neue Range Rover. Der sieht da wirklich scheiße aus. Ach nee, das ist eine schöne Zeitung. Boah, ist die teuer, meine Güte, ey.
Ja, ist völlig klar, welche ich nehme. Soll ich das heute Abend mit zu meiner Frau nach Hause bringen? Ich meine, der wäre das egal, glaube ich. Die ist da locker. Es sind auch Autos drin, Mann. Ich muss mich überhaupt nicht entscheiden. Guck mal hier. Guck an. Hässlicher neuer Audi. Ich blätter mal ganz kurz durch, nur weil es mich jetzt gerade triggert. So, Messerwerbung. Eigentlich bestehen die Dinger immer nur aus Werbung. Siehst du, hier kommt für Ästheten der neue Range Rover. Polo Pferdesport ist nicht meins. Drosten! Vielleicht muss ich doch die andere verbrennen. Was für eine Sexzeitung. Sogar Drosti ist drin. Der neue Mann bin ich. Ein guter Gastgeber. Geil, okay, nee, das machen wir später, wenn ich ein bisschen Zeit dafür habe. Sehr witzig, sehr, sehr witzig. Geile Challenge. Danke, Mo. Im Übrigen mal für die Kamera. Innen drin relativ hart und trocken auch. Bisschen Holzwurm dran ist schon immer nicht so gut, weil das heißt, dass das auch wieder Feuchtigkeit aufziehen kann. Der hier hat immerhin noch so ein bisschen Rinde, die den schützt. Darunter ist er meist noch ein bisschen trockener, aber ihr seht auch, die Rinde ist schon total vergammelt. Und das ist schon ein ziemlich perfekter Baum. Also hätte ich mehr von denen gehabt, hätte ich leichter Feuer machen können. So, und hier seht ihr auf der wetterabgewandten Seite, wenn ich hier die Borke runterschäle, dass das Holz darunter auch sehr trocken ist. So, und dann kommt Batoning. Schönes Kernholz, wo man mit dem Messer schöne Feathersticks runterschälen kann. So sieht das dann aus. Upsala. So ein bisschen wie gehobelt. Das mache ich meistens mit einer Auflage. Dann habt ihr so kleine Kringel. Und selbst die gehen von alleine wieder aus. Das ist echt kaum zu glauben. Ich brauche einen riesen Haufen davon. Getrocknete Birkenrinde habe ich schon. Dann mache ich den Feuerstahl da rein. Dann kommt ein riesen Haufen davon oben drauf. Papier von Sinans Anleitung und irgendwann mache ich dann hier noch so Zahnstocher raus, schaffe ich jetzt gerade nicht im Stehen, und dann hoffentlich brennt das. Aber das ist so mein Daily Business hier. Ich habe die Mütze übrigens gar nicht auf, weil mir zu kalt ist, sondern nur, weil meine Haare aussehen wie von einem AfD-Politiker, wenn es regnet. Immer so ein bisschen so Propaller. Mütze wieder an. Baerbock. Wald kaputt machen, Baerbock sagen. Wir scheißen auf Sinans Food Challenge, die dritte. Ich probiere die Wurst jetzt erstmal so. Erstmal das Blut abwischen von dem Spaziergänger. Boah, Alter. Die zündet aber. Ist geil, da will der kleine Hund mich doch echt hinters Licht führen, sage ich mal freundlich. Sagt mir, wie viel Kalorien die Pilzpfanne hat. Dabei, ich glaube, Pilze haben unglaublich wenig Kalorien. Kann man die Schale mitessen oder nicht? Erster ohne, zweiter mit. Kenne ich gar nicht. Lecker. Sehr lecker. Starker Rindfleischgeschmack. Pelle. Eher nicht. Ich brauche das, um Energie zu kriegen, damit ich Holz machen kann. Damit ich ein Feuer am Start kriege, mit dem ich das hier dann kochen kann. Na, Viertelwurst ist weg. Boah, zu gut. Ich muss noch eins essen. Schade. Ich versuche mich zu regulieren. Ich schneide dünner. Noch zwei dünne. Und dann ist Schluss. Ich wollte eine Selbsterfahrung, ich wollte mich selbst kennenlernen, und das habe ich. Ich habe mich kennengelernt in dieser Situation hier, und ich weiß nicht, ob eine Extremsituation oder eine Selbsterfahrung immer am Ende so sein muss, dass man irgendwo sitzt, heult und ich komme nicht mehr klar, ich brauche das nie wieder oder so. Oder ob das nicht auch einfach jetzt für mich schon die Selbsterfahrung ist. Ich weiß nicht, ob ich an Tag 7 an den Punkt komme, wo ich hier sitze und heule. Das kann ich mir vorstellen, aber macht das jetzt weniger zu einer Erfahrung? Als Beispiel, Seven vs. Wild,
dieses Showformat von Fritz Meinecke auf YouTube. Das ist super gut. Das müsst ihr unbedingt gucken. Da gibt es einen Teilnehmer, der heißt Survival Martin. Und das ist für mich ein absolutes mentales Ungeheuer. Was der alles hinkriegt ohne Essen, baut sich da seine Chill-Out-Area mitten, 7 Tage in Schweden, mitten im Nichts. Also frisst jeden Tag nur Blaubeeren und das war's. Also absolut keine Kalorien. Und behält irgendwie noch die Laune und so. Also das ist für mich, was so Mindset angeht, ein totales Vorbild. Bei ihm war es jetzt so, nach Tag 6 setzt er sich hin und sagt, ich halte das aus, aber es ist furchtbar. Fritz fragt mich nie wieder, ob ich bei sowas mitmache. Und diesen Punkt will ich überhaupt nicht erreichen. Ich will gar nicht an den Punkt kommen, dass ich dem Sinan irgendwie heute Abend sage, ich will das nie wieder machen, sondern ganz im Gegenteil, wenn er mich heute Abend abholt, dann werde ich ihm sagen, nochmal, nochmal, wirklich nochmal, länger von mir aus, sehr gerne auch zu zweit. Ich glaube, Sinan wäre ein guter Kandidat, der hat auch null Outdoor-Erfahrung, dann macht das Bock, sich zusammen so ein bisschen aufzuteilen. Die Langeweile ist der Endgegner. Und bevor sie so quälend wird, dass Basti die gesamte Aktion nur noch als Trauma in Erinnerung behält, bricht er lieber ab. Ich denke, das ist die richtige Entscheidung. Man muss nicht immer bis zum Äußersten gehen. Häufig ist es sogar sehr viel gesünder, die Zeichen früh zu erkennen und eben zu intervenieren. Wie ihr gehört habt, plant Basti auch schon eine Wiederholung, und zwar mit mir. Ich deute das einfach mal als Liebesgeständnis und sage hiermit schon mal offiziell zu. So, dann widme ich mich mal der Challenge. Und zwar, ich habe den Zettel zerrissen, um das Feuer anzukriegen. Es hat wieder ewig gedauert und war wieder fast aus. Story of my life. Ich habe nicht mehr richtig im Kopf, ob ich hier durchblättern darf. Ja, wahrscheinlich, sonst ist es unwitzig. Also, ich habe mich selbstverständlich, das ist keine Überraschung für den, der mir die Challenge gestellt hat, dazu entschieden, die Mädels ins Feuer zu schmeißen und die schöne Oldtimer-Zeitung zu behalten. Sitzt schlecht. Oh. Muss auch schnell machen, solange sie das Feuer halt nicht halten. Aber das passt. Also, Playboy-Mädels. Schade. Wahrscheinlich, wenn ich hier länger draußen wäre, 4 Monate statt 4 Tage, würde ich mich anders entscheiden. Aber so, keine Frage. Tschüss. Ey, das ist überhaupt nicht gesund, glaube ich, das zu verbrennen. Kann ich mir so einreden. So, was haben wir denn da noch? Der Chefredakteur schreibt was. Das ist eine seriöse Zeitung. Schon auch nur geile Werbung drin, ne? Wenn man mal ehrlich ist, so ein bisschen Bowers & Wilkins, das neue Soundeye. Yachten, Bentley, alles so mein Leben. Ich glaube, so hatte der Mo das auch geschrieben. Eigentlich ist es Mo's Leben. Der reichste Mensch, den ich kenne. An Erfahrungen. Keine Ahnung, weg damit. So. Kaffee? Kopi Luwak oder sowas? Melissa. Klörre. Messerwerbung. Weg damit, ich hab schon ein geiles Messer. So, jetzt kommt das erste Playmate, was ins Feuer kommt. Hey, guck mal, das ist überhaupt kein Papier. Dafür komme ich in die Hölle. Also, den Range Rover opfer ich und das Playmate. Die sieht nett aus und sie ist Pommes, ich mag sie. So, jetzt kommt irgendwas. Heino Ferch habe ich gelesen. Den mag ich ja nur überhaupt nicht. Heino Ferch spielt Polo, ach was. So, der geht mal komplett da rein. Ich muss gleich nochmal anpusten, dass ich hier nicht alles vergurke. Ein Playboy im Wald anzünden. Aua, heiß. So, ich ohne Witz jetzt mal, totgerissen, der Mann des Jahres wird gewählt und Drosten gegen den Erfinder, den BioNTech-Mitarbeiter, der den Impfstoff, den mRNA-Impfstoff so weit erfunden hat. Ganz ehrlich, die Seite, die kommt nicht ins Feuer. Dann habe ich die Challenge halt verloren. Das ist mir zu cool, was die geleistet haben. Ich muss gleich nochmal pusten.
Herr Wendler, tschüss. Ist deine Olle nicht auch mal Playmate gewesen oder sowas? Ach, hier kommen die Playmates des Jahres. Ach, oh Gott, das tut mir leid. Hier ist ganz viel Artikel, bla bla bla. Ich kann eh nicht so gut lesen. Oh, das ist interessant. Interessant reicht nicht. Die Aufgabe war, sich zu entscheiden. Ich weiß gar nicht, warum ich so bescheuert auf englische Autos bin, aber die Sache ist für mich völlig klar. Erst kriege ich das Feuer fast nicht an und dann ersticke ich das. Aua, aua, aua. Mit so einer Billigzeitung, die teuer war. Okay, die Playmates des Jahres. Teil 1. Ich will das jetzt auch nicht hier so völlig sexistisch verkommen lassen. Die sind bestimmt auch alle schlau und so weiter und lustig und geben einem ganz viel. Aber hübsche Frau habe ich selber zu Hause. Ach, interessant. Da ist doch die eine oder andere dabei, die ein bisschen was älter ist. Ich glaube, die versuchen sich jetzt so ein bisschen altersdiverser zu präsentieren. Schade, Popade. Ganzer Bock. Ab ins Feuer. Ganz ehrlich, jetzt wo die so halb brennen, meint ihr, eine von denen würde ihrem Mann sagen, wenn der sagt, ich will Heiligabend in den Wald gehen, alleine, für ein paar Tage verschwinden, ohne Zelt, einfach so. Meint ihr, eine von denen würde dann sagen, oh cool, mach das. Ich glaube nicht, aber ich weiß es nicht. Und das sind die wichtigen Fragen. Ich muss das gleich mal aufräumen hier, das Feuer. Sieht ja furchtbar aus. Gut, jetzt kommen Luxusgegenstände. Uhren gibt mir gar nichts. Yachtfahren juckt mich null. Rasenmäherroboter habe ich schon. Grill habe ich schon. Outdoorjacke habe ich schon, Soundbar habe ich schon, Handy habe ich schon, Sonos, Dingsbums habe ich schon. Alles in den Müll. Guck mal, was ich alles habe und hier draußen nichts davon brauche. So, jetzt kommt was über Tennisspieler und Fernsehen. Da sieht man schon, wie antiquiert das ist. Das schon im Playboy ist Kabel 1 Werbung. Wer guckt denn noch Fernsehen? Ab in den Müll. Veraltetes Rollenbild. Veraltetes Werbebild. Aua! Kamineffekt. Ich glaube, es ist herbe Umweltverschmutzung, wenn ich schon sehe, dass das grün brennt. Aber gut. Wahrscheinlich ein Tag in meinem normalen Zuhause ist mehr Umweltverschmutzung, muss ich ehrlicherweise einräumen. Oh! Guck mal an! Der Bentley, hässliche Schüssel, mag ich nicht. Ab in den. Muss ich hier wirklich jetzt jede Seite kommentieren? Ich weiß nicht mehr, wie die Challenge war. Mache ich auf jeden Fall gleich nicht mehr. Was ein Gemetzel. Mann, ich bin erst auf der Hälfte. Das ist wirklich so eine armselige Zeitung, meine Güte. Ach, hier kommt der zweite Teil der Playmates des Jahres. Den nehme ich mir für die nochmal mehr Zeit und der Rest geht auf jeden Fall rein. Ah, geil! Was Frauen wollen. Die besten Geschenkideen. Wahrscheinlich nicht. Ich muss das erstmal ein bisschen anpusten, dann geht's weiter. Ach, die sind sogar zum Rausreißen. Falls man sich die aufhängen möchte. Die soll ich hier an den Baum pinnen für den Waldbesitzer? Dann sage ich Hallo Willi für dich. Nee. Silikonäumel, ab ins Feuer. Das gleiche.
sieht nett aus, ist ja wirklich echt. Ich kann das überhaupt nicht kommentieren, ohne dass das nicht mega sexistisch ist. Ich glaube, die ganze Zeitung ist aber auch eh so ausgelegt, dass das so sein muss. Also, jetzt verbrenne ich mal das Poster. Aua, aua, aua. So, ultra schlechtes Comic und was Frauen geschenkt haben wollen, nicht. Melanie de Toni, ab ins Feuer. Nein, wie schön. Und hinten der hässliche neue Range Rover, der geht auch ins Feuer. So, und wenn ich das richtig verstanden habe, darf ich danach die andere Zeitung behalten. Challenge 1 würde ich mal sagen, bestanden. So, mein Waldabenteuer geht zu Ende. 4 Tage und es wird gerade dunkel. Das heißt, der 4. Tag neigt sich dem Ende entgegen und ich habe den heutigen Tag ganz anders verbracht als alle anderen Tage bisher, weil ich mich schon darauf eingestellt habe, dass ich heute nicht schuften muss fürs Abendessen bzw. fürs Lagerfeuer. Das heißt, ich habe es viel ruhiger angehen lassen. Ich bin rumgelaufen, habe Fotos gemacht nochmal von allen Stellen, habe mir alles nochmal ganz genau angeschaut. Ich bin einmal den Bach ganz hoch und ganz runter gelaufen, soweit man laufen kann. Also ordentlich Kilometer gemacht. Und jetzt bin ich super erschöpft und mega glücklich. Das war ein richtig, 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 richtig schöner Tag. Und ich freue mich trotzdem auf zu Hause. Ich freue mich auf meine Tochter und meine Frau. Auf eine Badewanne, eine Zahnbürste. Tatsächlich Hygiene ist wahrscheinlich das, was ich am meisten vermisse gerade. Auf eine kalte Fanta hätte ich am meisten Bock gerade. Ich trinke sonst eigentlich nicht Fanta, aber das werde ich mir irgendwie organisieren, glaube ich. Und ansonsten habe ich nicht mal wahnsinnig Hunger. Obwohl ich nur die halbe Sucuk gegessen habe. Den Grillteller muss ich noch nachreichen. Grillteller. Die Sucuk Pilzpfanne. Habe ich ein schönes Foto noch von gemacht, nachdem ich das zubereitet habe. Da war allerdings der Ofen schon aus. Die Feuerstelle ist ausgegangen und ich habe sie auch nicht mehr angemacht. Ich hatte nicht mehr den Nerv dazu. Tja, sonst noch ein Fazit über die 4 Tage. Ich kann das jedem empfehlen. Macht das. Das ist einfach nur gut. Einmal Seelenreinigung hier draußen in der Natur. Muss ja nicht Winter sein oder Regenwald wie hier. Aber völlig egal wo, einfach nur draußen schlafen, freier Himmel, nachts die Eulen hören. Vielen Dank an meine Frau, die mir den Rücken frei hält für so einen Scheiß. Danke an Sinan, der mega Arbeit, Equipment, Zeit, Anstrengung, Location-Suche hier reingesteckt hat, um das für mich möglich zu machen. Die ganze Kiste gefüllt mit Tageschallenges, Essen, alles ausgeknobelt, er und Freunde. Das war richtig viel Arbeit, das denkt man nicht. Man denkt so, okay, ich fahre einfach los, packe ein paar Sachen. Aber das waren 2 echt anstrengende Wochen, glaube ich, für uns Finan. Vielen Dank. Das war unser kleines Basti vs. Wild Projekt. Ich hoffe, es hat euch gut unterhalten. Ich danke wie immer allen Zuschauern und freue mich auf alle zukünftigen Projekte.